So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir packen heute ein kleines Schwergewicht aus, was heute bei mir eingetrudelt ist. Das neue Kanban EV von Vita Lacerda, das ist ein Spiel, das es schon seit einigen Jahren gibt. Als Spiel wurde jetzt aber Anfang 2020 als Kickstarter-Kampagne neu aufgelegt mit dem Thema Electric Vehicles, also Elektroautos. Es geht, wir drehen den Brocken mal um. Es geht darum, Prozesssteuerung, Fließbandarbeit steht hier hinten, das ist die deutsche Ausgabe, Elektrofahrzeuge zu bauen und dann Forschung und Entwicklung zu betreiben, Produktion zu machen, Lager zu managen. Im Prinzip eine komplexe Wirtschaftssimulation für 1 bis 4 Spieler, ab 14 Jahre, 60 bis 150 Minuten. Ich wage daran zu zweifeln, ob das ausreicht, weil das ist schon ein Brecherchen, was wir hier haben. Wiegt auch eine Menge, aber heute ist nur Auspacken angesagt. Das geht schnell. Kurz das Messer. Seid vorsichtig damit, mit sowas. Und dann schauen wir mal einfach rein. Das ist, wie gesagt, heute Mittag per UPS bei mir eingetrudelt. Ich bin nicht der Erste in Deutschland, der es bekommt. Aber vielleicht der erste Deutsche, der dafür ein Unboxing macht. Es enthält ein paar Upgrades, die im Laufe der Kampagne als Stretch Goals dazu kamen. Ach, großer Karton. Dick vollgepackt. Das Artwork ist von Ian O'Toole und der Solo-Modus von David Turci. Ich weiß gar nicht mal, wie es ausgesprochen wird. Deutsches Regelheft, 1 bis 4 Spieler. Das muss ich mir natürlich alles in Ruhe anschauen und durchlesen. Das wird ein bisschen Arbeit, das wird auch ein paar Tage dauern. Die Solo-Regeln, dann als nächstes auch noch mal ein paar extra Seiten. Und dann geht's schon los mit Plastik. Nein, mit Pappe. Mit dicker, richtig dicker Pappe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ordentlich Material drin. Ich weiß, dass im Rahmen der... Ich schaue mal auf meinem iPad nach. Da gab es ein paar Stretch Goals, die erreicht wurden. Das ist insbesondere sowas wie extra Scoring-Tiles. Dann eine Garagenerweiterung. Das müsste die hier sein. Das müssten die Teile sein. Erweiterung Speed Charger Erweiterung und Spezial Werkstatt Bonus Erweiterung. Ja, das ist genau hier drin. Das müsste also dabei gewesen sein. Dann haben wir hier noch mehr Pappmarker zum Auspöppeln. Das machen wir nachher in Ruhe. Ich wollte es euch jetzt nur zeigen. Dann ist hier die Teststrecke. Da nochmal auf dem Board, da ist ein Aufleger drauf. Okay, rotes Plastik hier. Das ist das große Board. Ich mache es jetzt nicht auf, das wird ein Riesenklopper, aber ihr seht schon, das ist erstens sehr kräftiges Material. 2, 3, 4, 5, 6, das ist ein großes Board. Da muss ich die Kamera noch ein Stück höher stellen, wenn wir da ein Let's Play von machen. Und dann muss ich es mal umdrehen. Dann haben wir hier einen roten Plastik. Plastikabdeckung, da müssen wir erstmal die Playerboards, das sind die hier, 1 bis 4 Spieler in 4 verschiedenen Farben, gelb, violett, blau und orange, alles in dezenten Farben. Mir gefällt die Optik, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ist aber sehr modern. Dann haben wir hier die rote Kunststoffabdeckung, jetzt seht ihr die Lampen spiegeln, tut mir leid. Tja, und hier kommen die Autos rein, die wir noch bauen. Das kommt mal weg. Und dann haben wir hier eine ganze Menge Holzmiepel. Es gibt auf der Kickstarter-Seite, ich verlinke euch sowohl das Boardgame-Geek-Profil als auch die Kickstarter-Kampagne unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir hier eine Menge Miepel. Das sind die einzelnen Marker für eine ganze Menge Sachen. Hier seht ihr die Autos, die sind aus Holz. Es gab die Möglichkeit, Metallautos mitzuordern in der Kickstarter-Kampagne. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte eigentlich diese Holzautos, die gefallen mir auch ganz gut, so wie ich auf den ersten Blick sehe. Muss ich mir natürlich noch in Ruhe anschauen. Obwohl, wir gucken mal rein, komm. So viel Zeit muss sein. Wir haben hier grüne, limonengrüne Autos. Da schauen wir mal rein. Jetzt kriege ich es nicht auf mit meinen dicken Fingern. Jetzt aber. Das ist leichtes Holz und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt
jetzt mal ein bisschen reinzoomen gleich. Ob ihr es sehen könnt, ist es auf den Seiten bedruckt, auf beiden Seiten. Und ansonsten aus Holz gefertigt. Dürfte ein bisschen empfindlich sein, aber damit wollen wir nicht rumwerfen. Wir wollen ja damit auf dem Brett spielen. Und dann gibt es, und das ist auch interessant zu sehen, die grünen Autos sind irgendwelche Kompaktautos. Das blaue hier geht dann schon mehr in Richtung SUV. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt durch die Folie. Dann haben wir hier die orangefarbenen Autos. Die sind schon fast sportwagenmäßig. Erinnert an das Elektroauto eines amerikanischen Herstellers. Und weitere Autos finde ich jetzt gerade nicht. Doch, da sind die schwarzen Autos. Also das werde ich in Ruhe sortieren müssen. Es gibt auch auf der Kickstarter-Kampagne eine Anleitung, wo dann welche Teile reinzusortieren sind. Hier sind noch Regelspielhilfen, genau, wie man wann was macht, Abteilungen und Aufgaben, getestetes Design, Meetingmarker, Wochenwertungen. Okay, und das hier ist auch eine Ablaufhilfe, so wie es aussieht. Hier kommt nachher die Teststrecke rein. Hier sind Kalendermarker, alles aus wertigem Holz, gefräst und beidseitig bedruckt. Ne, nicht beidseitig, diese hier nur einseitig, aber das sind richtige kleine Bücher, das ist ganz hübsch gemacht. Dann sind hier große Marker, das ist dieser Meeting-Marker anscheinend, dieser Kalender. Ihr wisst es, Kanban ist eine, aus dem Japanischen, so eine Methode, Prozesse zu verbessern und gut und sinnvoll und schnell abzuarbeiten und sich dauerhaft zu optimieren. Das sind graue Autos. Noch mehr Marker. Hier sind ein paar Figuren, das sind aber anscheinend nicht Spielfiguren in dem Sinne, sondern ich glaube, wir haben hier mit der Altrosa, mit dieser Figur, haben wir, das ist glaube ich diese Sandra, diese Managerin, gegen oder der wir immer wieder beweisen müssen, dass wir unsere Arbeit ordentlich machen. Hier, das ist das Pace Car für die Teststrecke, aber das gab es auch im Rahmen der Kickstarter-Kampagne als Stretch Goal in Metallform für alle. Das machen wir nochmal auf. Hier ist ein. Das wiegt aber schon einiges. Für die Größe, das ist das Pace Car für die Teststrecke. Wie das genau eingesetzt wird, weiß ich gar nicht. Muss ich mir mal in den Regeln anschauen natürlich. Und hier sind dann zuletzt die Karten. Das sind kleine Karten, große Karten und das sind die. Die sind aber sehr leicht. Die mache ich mal auf. Ich will euch heute nur einen ersten Eindruck verschaffen, was so alles drin ist in dem Spiel. Zum Let's Play werde ich dann auch erläutern, was wo verpackt ist und was das alles im Detail ist. Das kriegen wir jetzt aber heute nicht mehr hin. Ich wollte heute nur ganz kurz und schnell ein Unboxing drehen. Die Karten haben eine ordentliche Qualität, das fühlt sich gut an. So ein bisschen Leinenfinish. Die Optik, wie gesagt, modern gestaltet, zurückhaltend in der Farbgebung, nicht so grell und aufdringlich. Ich finde es schick. Vielleicht nicht jedermanns Geschmackssache, das mag jeder selber entscheiden für sich. Und wie gesagt, ich schaue es mir in Ruhe an, ich werde mir die Regeln aneignen, die kommen in Sicherheit hier wieder rein und muss das Ganze jetzt wieder alles einpacken können. Das dauert ein paar Minuten, dabei müsst ihr nicht zuschauen, ich wollte euch nur mal zeigen, wie es hier drin so aussieht. Nachher kommt das alles wieder rein und dann werde ich in den nächsten Tagen irgendwann einen Let's Play dafür drehen. Und darauf freue ich mich, seid gespannt, bleibt mir gewogen, lasst ein Like und ein Abo da, wie es euch gefällt. Bis dahin, euer Spartakus.